jetzt hier ein Bienenvolk. Ich habe hier eine relativ schwache Bienenkolonie. Die haben auch noch relativ viel Varroa drin. Die Königin ist allerdings hier in Ordnung. Und das Volk kriegen wir auch wieder auf Zack. Nur brauchen die jetzt halt dringend Verstärkung. Und die Verstärkung, die habe ich hier mitgebracht. Das hier war eine Begattungskiste, wo ich die Königin schon vor 5 Tagen ein anderes Bienenvolk gesetzt habe. Das heißt, die Bienen sind heute alle weißenlos und dann können wir einfach eine Rähnchenübertragung machen. Also sprich wirklich Bienen auf Bienen setzen. Da muss man natürlich gucken, dass hier die Oberträger alle schön geschliffen sind. Gut, dann wird das halt ein Video über eine Minute. Ist auch okay. So, wir fangen erstmal an, hier die Bienen einfach mal abzuklopfen. Die fremden Bienen. Und dann haben wir hier schon mal so die erste fette Vase, wo wir da reinbringen können. Die setze ich hier auch gleich an den Rand hin. Hier hin. Das ist eine gute Position. Hier haben wir eine Brutwabe und wie man hier auf der Brutwabe sehen kann, Bienen, die in der Sekunde weißenlos sind, die wollen nicht weißenlos sein und dann machen sie hier diese Nachschaffungszellen. Und wenn ich jetzt halt nur eine einzige Nachschaffungszelle hier in dieses andere Bienenvolk mit reinhänge, dann würden diese Bienen ihre Königin totstechen und dann lieber eine neue nehmen. Aber das wollen wir ja nicht, deswegen habe ich jetzt diese Zellen hier entfernt. Und dann guckt man halt immer mit dem Abstaffelnden, also sprich, schaut mal, das hier ist ja eine Brutwabe, die ist kleiner als diese Brutwabe. Also müssen wir ergo diese Wabe hier in die Mitte reinbringen, sonst funktioniert unser System nicht. Jetzt haben wir hier eine relativ große Wabe, die setze ich jetzt genau mittig rein. Na, weil wir haben ja auch hier Brut drauf. Nachschaffungszellen genau durchgucken. Also ich sehe hier keine. Ja, das sieht doch gut aus. Da nochmal ein bisschen genauer schauen. Nicht, dass ich da doch nochmal so eine Nachschaffungszelle drin versteckt. Sehe ich aber nichts. Dann kann dieser hier jetzt genau hier rein. Und jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir immer noch eine Wabe übrig für dieses Volk. Jemand da. Ja, vielleicht so eine gefüllte Randwabe finde ich jetzt nicht übel. So ist hier zum Beispiel. Wie sieht es denn damit aus? Eine kleine Randwabe. Mal gucken. Ja, die können wir nur hier reinbringen. Ja, weil ich möchte jetzt hier die letzte Brut abdecken. Hier ist ja ein bisschen Brut drauf. Jetzt müssen wir die irgendwie schützen, die Brutwabe. Was haben wir hier? Ne, da bleibt dann nicht nur die hier übrig. Moment, stopp. So, ich würde sagen, wir nehmen die Wabe, weil die schützt uns ziemlich gut die Brutfläche hier auf der Seite. Ja, und da wir hier keine Brut drauf haben, kann ich jetzt diese Wabe dann auch ohne Probleme hier hinhängen. So, jetzt machen wir das ganze Volk wieder zu. Die Vereinigung war hier erfolgreich. Und die restlichen Bienen, die setzen wir zu einem anderen Bienenvolk dazu. Bis zum nächsten Video. Ciao.